Hast du jetzt ernsthaft auch so ein Tolino? Das ist ein Kindle. Ist das jetzt wirklich wichtig, dieser Unterschied? Naja, du sagst ja auch nicht zu jedem Tablet iPad, oder? Ach, ist doch Jacke wie Hose. Tatsache ist, dass ich diese Dinge nicht leiden kann. Okay. Ja. E-Books sind ja eh der Tod. Der Tod? Der Tod. Für Buchläden. Naja, aber wenn nun mal die Nachfrage der Leute einfach auf E-Books übergeht, dann ist das halt einfach so. Aber die Frau Müller vom Buchladen um die Ecke ist doch so nett. Ja, dann kriegt die Frau Müller vom Buchladen nebenan halt einen neuen Job. Und wenn das die Frau Müller vom Buchladen um die Ecke vielleicht nicht will, tja, dann ist das halt so. Ja. Aber du kannst doch nicht ernsthaft meinen, dass E-Books mehr Spaß machen. Aha, da liegt nämlich der Hund begraben. Dir geht's gar nicht um die Frau Müller vom Buchladen nebenan. Dir geht's um dein persönliches Lesevergnügen. Ach, ist doch egal. Aber was ist denn nun? Findest du das echt besser auf so einem charakterlosen Gerät? Na, das ist halt einfach saupraktisch. Oder bezeichnest du deinen fetten Hauer da etwa als praktisch? Passt ja in keine Jackentasche. Nee. Eben. Aber so ein Buch ist doch einfach viel schöner. Und man will doch auch was zum Umblättern haben. Ja, lese ich jetzt ein Buch wegen des Aussehens oder wegen des Inhalts? Ist doch scheißegal, wie es ausschaut, aber wenn das eine halt einfach viel praktischer ist, leichter zu halten ist und generell so viel komfortabler überhaupt zum Transportieren, dann nehme ich halt das. Aber dann kannst du doch das fertig gelesene Buch gar nicht ins Bücherregal stellen. Das ist doch schade. Stimmt, da hast du ja vollkommen recht. Dann hätte ich ja womöglich am Ende viel mehr Platz in meiner Butze für anderen Kram, sinnvolleren Kram. Das wäre ja wirklich tragisch. Aber ein Bücherregal gibt doch dem Lesen erst den Charme. Ist es nicht wunderschön, ein Buch, das mich im Buchladen schon angesprochen hat, das mich beim Lesen begeistert hat, dann schön ins Buchregal stellen zu können und immer mal wieder durchblättern zu können? Und ist es nicht super, wenn Leute die Bücher dann sehen und ich dann darüber direkt mit ihnen ins Gespräch kommen kann und darüber diskutieren kann? Ist nicht ein Buch aus Papier, gerade in dieser technisierten Welt, das Beste, um einfach mal dieser Technik der Welt zu entfliehen und einfach mal abzuschalten und in eine fremde Welt zu schlüpfen? Nee. Finde ich nicht. Ich schon. Schön. Ja.